Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Elex. Jawohl, es ist inzwischen wieder Abend bei mir. Ich hier ausgerüstet mit was zum Trinken. Mit unserem guten Freund Doras. Hier natürlich im Spiel wieder mal Tag und mal nicht am Regnen. Sehr schön. Wir begeben uns nun auf den Weg zum Ziel des Auftrages von Kaldrim, wenn es mich nicht recht täuscht. Genau, wir müssen hierhin den Kral finden und zusätzlich auch noch herausfinden, ob der gute alte, nochmal gucken, wie der heißt, dass wir da auch keinen falschen Namen sagen, Kral, ja, dass der gute alte Kral, ob der wirklich die Elix-Pakete geklaut hat oder ob der einfach nur in Problemen steckt. Wir müssen uns jetzt, wie hieß das? Gerade schon wieder einen Trank nehmen. Wir müssen uns, oh Gott, ich muss nochmal nachschauen, Leute, ich habe das alles nicht im Kopf. Genau, in die Krypta müssen wir uns begeben. Was hier anscheinend, Nein, im Gegenteil. Was hier anscheinend relativ gefällig sein soll. Aber das ist ja für uns kein Problem, ne? Wir haben ja immer noch unseren Doras hier im Schlepptau. Und ja, genau, wir schauen einfach mal, was uns da erwartet. Haben wir noch ein bisschen Trollkraut. Jawohl. So für den kleinen Hunger zwischendurch. In die Krypta. Ich bin echt gespannt, ob das überhaupt geeignet ist für unsere Stufe oder ob uns da wieder mal der Arsch aufbrechen wird. Eieiei, also hier durch diese Felsen zu laufen ist ja auch eine Kunst. So, also. Yes. Sehr schön, also der Jetpack, der ist echt Gold wert hier in dem Spiel, sonst könnte man ja ewigst lang laufen. Und ja. Wird halt mega viel Zeit verschwenden und so. Und das wollen wir ja nicht, nicht wahr? Gut, nebenbei mal ein bisschen die schöne Landschaft hier genießen. Das schöne Wetter, wir haben Glück. Oh, guck mal, hier haben wir... Ah, das ist keine Pflanze, schade. Also gut. Ausgerüstet sind wir auch noch mit 17 Tränken, das ist sicher auch mal gut. Jetzt nehmen wir mal den Bogen raus, man weiß ja nie, was einen hier erwartet. Oh, guck mal hier. Ja, ja, die Pflanze. Oh nee, der ist schon wieder so stark. Du das. Ich muss das wieder alles selber machen, habe ich das Gefühl. Komm mal her. Komm schon, Duras, kill den doch. Komm aus dem Weg, Duras. So. Ich frage mich, ob der auch sterben kann. Schön. 50 Erfahrung. Das wollte ich sehen. Schauen wir doch mal. Irgendwas gespeichert. Keine Ahnung. Okay. Sind wir schon fast da, oder wie? Ja, wir sind da. Die Krypta. Okay. Ne, hier waren wir noch nicht. Ich dachte gerade, das ist der Ort, wo wir ganz am Anfang waren, aber das ist was anderes. Sollten wir besser wachsam sein. Sag mal her. Der ist hier irgendwo. Ist der da drin? Der wird sicher da drin sein. Ach, scheiße. Müssen wir da echt reingehen? Müssen wir fast, ne? Also. Ah, da ist er ja. Oh, der ist tatsächlich böse. Okay. Was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Besser, du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts für dich. Oh, doch, ich glaube schon. Kaldrim schickt mich. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Jo. Bringen wir es hinter uns. Okay. Alles klar, dann komm mal her. Halt, ich... Spar dir das Gefasel. Ich erledige ihn. Alter, der macht einen Schlag und ich habe schon mit den Hälften meiner Leben verloren. Ja, wie viele sind denn das? Wieso sind die denn alle so stark hier? Komm, kommt mal raus. Der hat einen scheiß Hammer. Will der mich verarschen? Warte, ich mach das anders. Ist zwar ein bisschen feige, aber Leute. Die werfen irgendwas. Was? Hat er irgendwie so Sprengstoff geworfen? So, jetzt wie Robin Hood. Ich nehm's von den Reichen und gib's den Armen, meine Lieben.
Nein! Bist du dumm? Schieß doch nicht! Du Bastard, Alter. Na, trink, trink! Du scheiß Wichser. Oh, nicht. Den haben wir gleich. Yes! Wir haben es geschafft, Leute. Alter, das war ja viel zu schwer. Also stark kann man doch gar nicht sein. Also erstmal sind wir Level up. Ah ja, genau, für das Großschwert wollten wir ja mal gucken, was wir da brauchen. Das Kriegsschwert. 40 Stärke und 33 Geschicklichkeit. Okay, 40 Stärke. Kannst du knicken. Geschicklichkeit. Ich gehe voll auf Geschicklichkeit. Wegen Bogen und so. Ja, komm, machen wir das noch ein bisschen. Tipptopp. Nein. Ja. Änderung übernehmen. Ja, toll. Ey, das war ja wieder mal übelst schwer gewesen. Das kann's doch nicht sein, dass das so schwierig ist alles hier. Ist hier noch was? Nee. Nee, hier ist nichts mehr. Also gut. Dann porten wir uns mal wieder zurück und reden mit dem guten alten Kaltnehm. Also, schauen wir doch mal. Keine Sorge, Leute, ich steck den Bogen ja wieder weg. Ich will hier ja niemanden umbringen. Am Ende verletzt ihr euch noch. Ist das der schon? Oh, das ist der ja schon. Hey, Kaldrim, hallo. Wegen Kral. Wegen Kral. Ja, ich habe ihn gefunden. Und ich habe das Elex. Ich nehme an, das Problem mit Kral ist damit aus der Welt. Jawohl. Ja? Richtig. Nun gut. Hier hast du etwas für deine Mühe. Hast du zufällig herausgefunden, was er mit dem Elex wollte? Nein. Das ist schade. Aber die Hauptsache ist, dass er sich hier nie wieder blicken lässt. Okay. Okay, gut, gut, gut. Jetzt reden wir nochmal mit dem... Ich dachte schon, was ist denn das? Jetzt reden wir nochmal mit dem Ragnar und gucken mal, ob wir jetzt endlich genug Ruf bei dem haben oder ob wir uns dann noch mehr einschleimen müssen. Der gute alte Ragnar. Mit dem werde ich jetzt mal ein ernstes Wörtchen reden. Ein bisschen Tacheles. Ein bisschen auf die Kacke hauen. Mal gucken, ob der auch weiß, was er mir zu sagen hat. Was meine Unterstützung angeht. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Einer der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Ja, komm. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ja. Bornier sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Ist es nicht so schlimm? Auf ganzer Linie versagt. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfels gestohlen. Komm, übertreib's nicht. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Yep. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Oh, komm, ey, halt doch den Rand. Mit wem soll ich denn noch reden? Mit der habe ich schon, das ist eine Leibgarde. Ey, ich nehme die gleich alle auseinander hier, ich sag's euch. Das ist eine Wache. Was willst du hier? Mach, dass du weg. Kluge Entscheidung. Mann. Scheiße, mit wem soll ich denn noch reden? Oh, das war... Oh, shit, war das knapp. Scheiße, also einen muss ich noch finden, mit dem ich ein bisschen... Das ist ein Heiler. Ah, wir wollten ja mal da runtergehen. Gucken, ob das zu der Stadt gehört. Aber ich glaube es fast nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber wir können trotzdem mal hingehen und gucken, ob da unten noch was ist. Oder warte mal. Ich rede nochmal ganz schnell hier mit dem. Wo ist denn der? Hier. Du scheinst kein Niemand zu sein. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das ich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns.
Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Wie stehst du zu dem Gesetz? Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Das Gesetz gehört abgeschafft. Das Gesetz gehört abgeschafft. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde. Abgeändert, ja. Abgeschafft, vielleicht. Aber grundsätzlich würde ich dir zustimmen. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern. Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärkten Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Gibt es Probleme zwischen den Clans? Gibt es Probleme zwischen Vielleicht den Vielleicht können wir denen irgendwie helfen. Natürlich. Aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Welche Leute? Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clanmitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Mir gegenüber verhalten sie sich vielleicht anders. Hilfe anbieten. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldo reden. Ja. Er hat seine Hütte unten bei den Zetzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Ja, das ist gut. Sicher machen wir das so doch. Sowas hätte ich auch gerne. Clanstreit. So. Reden wir doch mal mit dem. Vielleicht können... Oh, das finde ich super. So, weißt du nicht mal, wie der heißt? Irgendwie Keldor oder irgendwie sowas? Aber das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Reden wir doch mal ein ernstes Wörtchen mit dem. Müssen wir hier lang. So. Hä? Ist der da unten? Ja, der ist ganz da unten. Du. Mal gucken, was der zu seiner Verteidigung zu sagen hat, dass der immer so stunk macht. Ah, hier ist der irgendwo. Tatsächlich, da ist er. Hey, du. Bist du der Ersatz? Wovon redest du? Wovon redest du? Dann bist du es also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Aber mit dem musst du Eldor, nicht Keldor. Gibt's noch was? Eldor. Ich habe gehört, du machst Ärger. Ich habe gehört, du machst Ärger? Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Wer sind deine Jungs? Tavernenschlägerei? Tavernenschlägerei? Nein. Aber anscheinend reicht deine Meinungsverschiedenheit heutzutage schon aus, um aus der Kneipe verbannt zu werden. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Also? Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Auf zu Oran, in die Taverne.
Ich weiß ja, wo die ist. Aus dem Weg, Mann. Ich habe wichtige Aufträge. Ich bin ein Eilbote. So, da ist die Taverne. Und reden wir mal mit Ohren ein ernstes Wörtchen. So, mein Lieber. Ich muss mal mit dir reden. Der Hammerclan schickt mich. Der Hammerclan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammerclan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Die Berserker müssen zusammenhalten. Persönlichkeit 3 habe ich natürlich gar nichts. Du wirst den Hammerclan wieder bewirten. Suggestion. Weil ich dir sonst deinen Schädel spalten muss. Nee, das ist nicht gut. Vielleicht stimmt dich das Elixit um. Mach mal das, komm, scheißegal. Vielleicht stimmt dich dieses Elixit um. Wenn ich es mir recht überlege... Na gut. Für Angrim werde ich mir schon was ausdenken. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammerclan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Also gut. Dann reden wir jetzt nochmal mit Cormac. Also jetzt können wir eigentlich mit dem oder dem reden, nicht? Habe ich mir gedacht. Nee. Cormac. Ich rede mit Cormac erstmal. Weil das ist ja auch mein Auftraggeber. Boah, das war knapp gewesen. Sauber geklettert. Ah, jetzt müssen wir da auch noch hoch. Beeilen wir uns mal ein bisschen, meine Leute. Die Zeit wird schon wieder knapp. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten angekommen. Gut. Also... Mal gucken, was Cormac dazu zu sagen hat. Okay. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Oran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Wenn nicht, dann bekommt Oran meine Faust zu spüren. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Das Ganze war Angrims Schuld. Mach das. Angrims Beteiligung nicht verraten. Ja, wenn ich das sage, dann wird natürlich hier ein Aufstand entstehen. Ich tue das jetzt mal nicht verraten. Am Ende bin ich schon wieder dann schuld, weißt du? Mach das. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Gut, dann reden wir jetzt nochmal mit Ragnar. Und mal gucken, ob ihn das jetzt endlich mal überzeugt. Oh, bitte, komm jetzt. Oder müssen wir jetzt noch mehr guten Ruf sammeln? Also hier. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Ja. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Muss es ja nicht. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Genau. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Ah, das ist seine Frau. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Ich denke, du kannst noch weitaus ja, mehr für uns tun. Ja, ich hab doch noch diesen Bastard da hinten geholfen. Streng dich an. Hey! Oh. Ja gut, Leute. Dann ist das wahrscheinlich erstmal alles, was wir heute machen konnten. Ich rede jetzt nochmal kurz mit dem. Vielleicht können wir doch nochmal irgendwas bei dem rausholen. Aber ich glaube, das war's jetzt. Zeig mal her. Bring mir etwas bei. Ja. Ah, toll. Ja, easy. Ups. Na gut. Okay.
Dann war es das für heute. Jo, ich hoffe, euch hat der Part gefallen, meine lieben Freunde. Und wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder teilt mein Video oder schreibt mir in das Kommentar oder abonniert meinen Kanal oder kommt bei mir zu Hause vorbei und gebt mir ein paar schöne Geschenke. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Leute, ich wünsche euch sonst noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Ciao.